Ich versuche die letzten Löcher zu stopfen, wo nur Licht in diesen Raum kommt. Und wie man sieht, mache ich das extrem professionell, indem ich einfach Zeug einstopfe. Weil da drüben eine Fotoemulsion draufgeschnitten wird, die lichtsensibel ist, das, wo nachher ein Foto drauf belichtet wird, und wenn da Licht drauf kommt, nachher gibt es einen Grauschleier. Beziehungsweise wenn zu viel, überall zu viel Licht drauf kommt, nachher wird es sowieso einfach schwarz. Und gerade in diesem schönen Raum gibt es sehr, sehr viele Ritzen, wo Licht reinkommt. Ja, und diese Emulsion, die muss 24 Stunden lang trocknen. Und deswegen ist das nochmal ganz besonders heikel, dass man da raus und rein kommt, ohne dass Licht hineinfällt. Und deswegen haben wir da draußen jetzt einige eine Schleuse gebaut mit vielen, vielen Bahnen an Stoff. Was jetzt der Manuel und der Martin machen, ist eine Regenrinne aufmontieren, weil ja um diese um das Foto zu entwickeln, muss Chemie dann aufgebracht werden, also ein Entwickler, ein Stockbad und ein Fixierer, das natürlich die ganze Wand hinunterrinnt, und damit es nicht irgendwo auf dem Boden läuft, wird da jetzt unten eine Regenrinne montiert, wo dann die Chemie abfließen kann und in einen Behälter reinfließen kann. Das sind meine negative 6x7 cm. Und es kommt dann gleich der Moment, wo man sich das als negativ auf der Wand anschauen kann. Fotos habe ich letzte Woche da im Haus gemacht mit der Mittelformatkamera. Und das ist das ausgewählte Bild. Tada! Ja, was soll ich da groß präsentieren lassen? Das ist es worden. Man sieht, dass die Emulsion nicht überall wirklich aufgegangen ist. Also vor allem da sieht man, dass es mit dem Roller, den ich es aufgegangen habe, nicht flächendeckend draufgegangen ist. Und diese Verarbeitung von der Emulsion, das ist so Gelee-artig. Alles in Dunkelheit bzw. nur mit Rotlicht, wo man ziemlich wenig sieht. Da war schon, haben wir da alles zugekränkt gehabt, das hat man nicht gesehen. Und nachher das verflüssigen, also das muss man in einem Wasserbad verflüssigen. Und hier soll man mit dem Lackding da eingebracht, bzw. zuerst habe ich das gar nicht ausgebracht, das ist das Gelee, oder? Und mit so einer Zange alles nach außen gebracht, und der eine noch ist das nicht flüssig geworden, das Zeug. Die längste Beine haben wir wieder einen Wasserkocher einschalten müssen, dass das Wasserbad heißer wird und so weiter und so fort. Schlussendlich ist es dann wirklich irgendwie flüssig geworden, und dann habe ich versucht, das eben aufzutragen, und da sieht man ja nicht, wo irgendwie was gewesen ist, oder? Und deswegen gehen diese Abstufungen da. Weil du einfach keine Ahnung hast, ob jetzt da schon eine Emulsion drauf ist oder nicht. Zum Schluss habe ich noch den Karton eingestrichen. Und das war am Mittwoch am Abend, haben wir das gemacht. Also der Manu hat mir dankenswerterweise sehr geholfen. Und da habe ich schon gemeint, oder am Mittwoch auf Nacht, es wird nie und nimmer was, oder weil ich einfach keine Ahnung gehabt habe, ob da irgendeine Emulsion drauf ist, ob das nicht schon viel zu viel Rotlicht abgekriegt hat, weil schlussendlich ist es aufs Rotlicht auch sensibel. Also es addiert sich quasi, das Licht. Ja, und am Donnerstag haben wir noch
da das, die Fläche nochmal komplett abgehängt, dass das eben lichtdicht ist. Und haben den Karton dafür davor geklebt gehabt. So. Und haben nachher eben die Testbelichtung gemacht. Also zuerst einmal 1 Minute, 2 Minuten, 4 Minuten, 8 Minuten. Und das dann entwickelt in die Schalen, ganz normal. Ja, und dann habe ich gesehen, wow, da kommt tatsächlich was, oder? Was mich sehr überrascht hat. Ja, und dann habe ich das Ding runter dann, die Abhängung. Und schlussendlich dann mit 24 Minuten belichtet, weil ich nur auf Blende 16 abblendet habe, damit eben wirklich, weil die Mauer ja ziemlich unterschiedlich tief ist, damit die vorderen und hinteren Teile scharf sein. Also da sieht man zum Beispiel, dass es nicht scharf worden ist, aber da war die Blende offensichtlich doch noch immer zu groß. Ja, dann 24 Minuten belichtet. Dann den Entwickler in dieses schöne Gerät da und so aufgesprüht. Und dann ist tatsächlich was leer geworden. Und das war, ja, wie soll ich sagen, ja, ich war total enthusiastisch, dass da tatsächlich was reinkommt. Hätte ich mir nie gedacht. Also vor allem nach diesem katastrophalen Einschmieren und so weiter. Ja. Ja, dann ist Stoppbad aufgesprüht, Fixierer aufgesprüht und dann noch mit, ich glaube, eine halbe Stunde Wasser aufgesprüht, dass halt der Fixierer wieder ausgewaschen wird. Ja, dann am Donnerstag um 11 Uhr war es dann fertig. Ja, und ja, ich hätte mir nie gedacht, dass das wirklich funktioniert. Aber ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden. Das ist cool.